Der Zeit-Taxi-Chauffeur. Auf Zukunft oder Vergangenheit? Ich fahre euch rüber. Das funktioniert ja tatsächlich. Habe ich doch gesagt. Das müssen Sie genauer erklären, Herr Wie-Quadrat? EMC-Quadrat, bitteschön. Ach ja, was bitte ist ein Zeittaxi? Ein Taxi, mit dem man durch die Zeit fliegen kann. Sie meinen in die Zukunft? Korrekt, wollen Sie die Lottozahlen von nächster Woche wissen? Kein Problem. Und in die Vergangenheit? Kinderspiel. Also wenn man damit in die Vergangenheit reisen kann, dann möchte ich natürlich in meine gute alte Kinderzeit zurück. Damals, als alles noch viel besser war. Und danach fahren wir dann zu meiner Urgroßmutter Lilly. Geht klar.
Ich möchte auch in meine Vergangenheit reisen, als ich noch ein Drachenkind war und zur Schule ging. Aber zuerst bin ich dran. Schließlich habe ich heute Geburtstag. Meine Glückwünsche. Und jetzt bitte einsteigen. Es geht los. Steig ein, steig ein, Vergangenheit. Steig ein, steig ein. Was war vor 1000 Jahren? Wir werden gleich erfahren auf unserer tollen Reise durch die Zeit. Steig ein, steig ein, steig ein. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Du Armer, war es so schlimm bei der Arbeit? Es war entsetzlich. Erst musste ich 20 Buchfreunde einer Höhle oder eines Drachens befreien. Dann durfte ich das Vieh noch in den Zoo bringen. Und statt an einer Mittagspause bin ich von Robin überfallen worden, dabei vom Pferd gefallen und konnte nach Hause laufen. Mir reicht es. Ich schaue mich mal für einen Augenblick hin. Tu das, mein Lieber. Er kann einen schon leiten. Mehr Tag ein, Tag aus, abmachen. Damit wir hier unseren Ausgang haben. Aber ich helfe auch nicht gleich. Ich muss die Burg sauber machen und Schrott runterfahren. Und mich um unseren Sohn kümmern. Was schlägt er eigentlich? Rösti! So, da wären wir also. Und sind wir wirklich in der Vergangenheit? Korrekt, wir sind da in der Kindheit des Ritters. Es ist alles wie früher und es riecht sogar wie früher. Guck mal, da steht Feuerstuhl, mein heißgeliebtes Ross, als Steppenpferd. Wer nämlich braucht, einfach wieder die Zeittaxi-Rufmaschinen betätigen. Juhu, Feuerstuhl! Was ist denn mit dem los? Er ist wieder zum Kind geworden. Los, wir buddeln ein super tiefes Loch. Auf bloß nicht! Dann spielen wir eben Cowboy und Indianer. Und dann bauen wir ein Baumhaus und gehen dann baden. Juhu, wo bleibst du denn? Siehst du, früher war alles viel besser. Rösti, mein Ritterchen, wo bist du? Ah, da bist du.
Ja. Mama, wir buddeln jetzt ein super tiefes Loch und dann kommen wir auf der anderen Seite der Welt wieder raus. Sehr schön, mein Kleiner. Aber was ist denn das? Hast du wieder Baba gemacht? Bäh! Es muss sein. Komm her, mein Kleiner. Ich bin nicht klein. Ich bin viel größer als der Papa und du und alle in der Welt. Ja, ja. So, und jetzt geht's ins Feierbettchen. Ich will aber noch nicht ins Bett. Doch, mein Schatz, es ist schon spät. Ich will aber noch nicht schlafen. Hab ich nicht schon tausendmal gesagt, dass du leise sein sollst, wenn du im Hof spielst. Ich will aber noch nicht ins Bett. Oh, diese Kinder, das Lärmen, Dreck und Heulerei. Er macht am allermeisten Krach. Die Kinder! Er steckt am ständig auf das Dach. Die Kinder! Er ist das vor der dauernd Schmutz, er hat die Zähne nicht geputzt. Macht das Torwartschuppen niemals ganz und immer nur kaputt, kaputt. Oh, diese Kinder! Hoffnungszeit, ihr Finder! Er ließ die Schule da mal brav. Die Kinder! Er raubt mich ständig mal im Schlaf. Die Kinder! Wer hat die Hose dauernd voll? Tut nie weiß, was er machen soll. Wer wirft die Fensterscheiben an und nie weiß ein. Allein, allein. Oh, diese Kinder! Hoffnung sei wie Erfinder. Er räumt nie seine Sachen weg. Er sucht sich immer nur im Dreck. Wer macht die Nacht zum hellen Tag? Wer ist der Narr, für mein Sarg? Wer ist verschlagen und gemein? Wer kostet Dreck und kommt bestimmt nix an, nix an. Oh, diese Kinder. Hoffnung seid ihr Erfinder. Hoffnung seid ihr Erfinder. Hoffnung seid ihr Erfinder. Jetzt lassen Sie doch mal das Kind in Ruhe. Immerhin hat es heute Geburtstag. Huch, wer ist denn das? Ich bin das Burg von der Möwe und das ist Koks, der Drache. Ein Drache? Wir sind Freunde von dem da. Davon weiß ich ja gar nicht. Ein Drache auf meiner Burg, das wird ja immer schöner. Da weiß ich schon meine Lanze, da werde ich dich schon kriegen. Ich will aber, dass Papa mich lieb hat. Er hat dich ja lieb, nur in der letzten Zeit hat er ein bisschen überarbeitet. Gleich kommt er wieder und dann wird's gefährlich. Darf ich Feuer spucken? Auf keinen Fall. Ich rufe das Zeittaxi. Huch, was ist denn das für ein Maimonchen? Ärger. Das kann man wohl sagen. Darf ich Feuer spucken? Ruhe jetzt! Ich will aber noch nicht ins Bett. Jetzt hör doch mal mit dem Geplänkel auf! Wo ist der Feuerdrache? Komm sofort zurück! Hörst du? Fahr nicht so weit weg, Rösti, und mach dich nicht schmutzig. Und wohin jetzt? Vielleicht noch in deine Jugend? Nein, bitte nicht. Nein, jetzt bitte zu meiner Urgroßmutter Lilly in den Wilden Westen. War früher doch nicht alles so toll. Ich hatte es jedenfalls anders in Erinnerung. Ist normal. Weißt du noch, wie ich dich wollte?
kommen kleine Kinder her. Weißt du noch, wie du mir sagtest, Papa? Frag die Mama, denn ich weiß es grad nicht mehr. Mach es gut, ich mach es besser. Ich brauche dich nicht mehr dazu. Mach es gut, ich mach es besser. Mach es gut, ich mach es besser. Ich brauche dich nicht mehr dazu. Mach es gut, ich mach es besser. Nur, dass sie im Wilden Westen lebt und ziemlich gut schießen konnte. Im Wilden Westen sind wir schon, jedenfalls schon mal. Ich hab Durst. Hallo, Ober. Was wollt ihr? Ich bin noch nicht da. Bitte eine Milch. Ein Glas Petroleum. Und für mich eine gepflegte Tasse Maschinenöl, bitte. Hier gibt es nur Whisky, Salz und nicht von dir. Nein, wir kommen von einem Geburtstag und sind auf der Suche nach einer entfernten Verwandten namens Lilly. Soll ich da darum reingehen? Hey, was ist denn das für ein Saftladen hier? Ein Glas Milch auf den Tisch, aber da die Knalli und sofort. Noch so eine verrückte. Sieht ja aus wie du. Das muss sie sein. Hey, wer glaubt, die Schnepfe, dass sie es ist, kommt hier einfach herein und denkt, das alles nach ihrer Pfeife. Hey, du Mucka, da musst du schon ein bisschen früher aufstehen, wenn du dich mit der wilden Lilly anlegen willst. Sie ist es tatsächlich. Ja, was hast du denn gedacht? Kakao mit Milch. Dann zieht sie ihre Revolver und ballert wild herum. Der Bild ist schon ganz blau von seinem Schluck Kakao. Das ist die wilde Lilly, das sieht das tolle Weib. Hier folgt der arme Billy, Mann und Zettel, der Kakao. Lilly schießt am besten den ganzen etwas 50 Schritten Geld, das Baby mit den Zähnen hält. In zwei in alle Flaschen, der Spiegel vom Zahn. Lilly sagt zu Baby, ich habe hier zu uns nichts mehr zu tun. Wir gleiten weiter hinein ins Abendrot. Von Lilly mit Gewehr, der Wildschreck hinterher. Kakao.
Milchpüppchen, hier gibt's ein hartes Zeug. Ein Kakao für Billy den Bus und für mich einen Trog Wasser, wenn's genehm ist. Hier gibt es nur Whisky. Whisky? Wie bitte? Ein richtiges Pferd besäuft sich mit Wasser. Und ich bin eins, also her damit, sonst äpfel ich euch einer. Ich hätte gerne einen Kakao. Gar nichts kriegt ihr und das Pferd geht jetzt sofort nach draußen und bindet sich fest, wie es sich gehört. Hey, wenn mein Pferd Wasser will, dann kriegt es auch Wasser und Billy kriegt seinen Kakao, kapiert? Das wäre ja noch schöner, wenn uns eine Frau sagt, was zu geschehen ist. Pass mal auf, Püppchen, ich werde ordentlich Feuer unter den Hintern machen. Vorsicht, Lilly! Feuer machen ist doch voll Drachensache. Überlass ihn durch mir den Knallfrosch. Ich werde dich heiß machen wie eine Grilltomate mit Lavafüllung. Ich werde dich kalt machen wie Erdbeereis. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Hör mal her, du Knallermann, gleich zünd ich dir die Buchse an. Und dann guckst du ganz um, bum, 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 bum. Denn du wirst von mir flammiert, wie Rosinen mit Rum. Bum, 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 bum. Das muss gefeiert werden. Billy, sieh mal nach, was die hier so im Kühlschrank haben. Milch, Petroleum, Maschinenöl, alles da und Kakao haben sie natürlich auch. Wetten, dass du das nur heimlich und nachmittags ausschenken? Und dann habe ich die Wolken einfach nur so angeguckt. Dann haben sie alle Angst bekommen und sind weggegangen. Und plötzlich war schönstes Wetter. Ehrlich, das hast du gemacht? Ja klar, glaubst du, ich erzähle dir irgendwelche Lügenmärchen? Soll ich dir mal erzählen, wie ich den Feuerdrachen Koks eingefangen habe? In die Hose hat er sich gemacht vor Angst.
Wie geht das eigentlich mit dem Feuerspucken? Ganz einfach. Sammeln, zielen und raus damit. Geht nicht. Hört mal, ich finde das einfach grandios, dass ihr mich hier aufgestöbert habt. Da kriegt man schließlich schon mal Besuch von Verwandten aus der Zukunft. Es ist sozusagen ein Familienfest. Genau, und deshalb werden wir jetzt mal anstoßen. Hoch die Tassen auf uns, unsere Kinder und unsere Kindeskinder. Auf die Vergangenheit. Und auf meine Eltern, trotz allem. Das Leben unter diesen Cowboys ist manchmal ganz schön schwierig. Alles musst du besser machen, sonst behandeln sie dich wie den letzten Dreck. Die Ritter aus meiner Zeit sind auch nicht viel besser. Das hat auch durchaus seine Richtigkeit so. Genau, denn der Mann ist naturgemäß stärker und klüger als die Frau. Hauptsache, man widerspricht denen nicht, dann tun sie, was man will. Ich wollte eigentlich mir alle zu Gebote stehen, Unterwürfigkeit. Siehst du? Unterwürfigkeit darauf hinweisen, dass es ja schon spät ist und du eigentlich noch. Verdammt, du hast recht. Ich muss ja noch die Herde Lammer und Bullen über den Fluss treiben. Mach's gut, meine Liebe. Es war wirklich schön mit dir, aber ich darf nicht bleiben, so leid es mir tut. Auf geht's, Leute, die Arbeit ruft. Lilly! Tut mir leid, Kind. Grüß mir die Zukunft und komm mal wieder vorbei. Nette Leute. Schön, dann werden wir jetzt mal wieder nach Hause gehen. Halt, zuerst bin ich noch dran. Ich möchte, als ich noch ein Drachenkind war. Muss das sein? Abgemacht ist abgemacht. Du meinst, ich soll euch in deine Kindheit kutschieren? Korrekt. Halt, da fehlt doch noch wer. Nicht beide Mädels. Himmel, Julia, du bist doch verlangt, dann links raus. Weiß ich doch. Wobei ich glaube, da kenne ich eine Abkürzung. Bist du ganz sicher, dass das hier deine Kindheit ist? Ihr im Zickfahrtrad wird schon wissen, was er tut. Aber ganz sicher bist du dir nicht, oder? Vielleicht. Es ist so dunkel hier. Tag und Nacht gab's. War ein finsteres Zeitalter, was? Falsch, Tag und Nacht gab's natürlich auch schon.
Ich habe den Eindruck, dass wir in einer Art Höhle gelandet sind. Ah, da war was. Wo? Da. Ach, das ist doch nur eine Versteinerung. Aber irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Hallo Koksi. Was hast du gesagt? Ich habe nichts gesagt. Er hat bloß mit den Zähnen geklappert. Unverschämtheit. Aber irgendwer hat ja doch gesprochen. Ich weiß jedenfalls nicht. Ich habe gesprochen. Hilfe! Haben wir uns schon mal so gesehen? Aber Koksi, erkennst du deinen alten Freund Steinrich denn nicht mehr? Steinrich? Doch nicht etwa der Steinrich, der mit mir in der Drachenstube saß und mit dem ich... Doch, genau der. Hey, ich glaube, ich spinne. Das ist ja die ganze alte Schulklasse. Hey Leute, guckt mal, Koksi ist wieder da. Mein Schatz ist ein kleiner Dysfotidium. Von einem verhältnischen Reptilium. Die Haut so tot und haltig, die Lippen hau und spaltig. Nun küsst sie mich, dann ist so, als ob es am Beschläge tut. Aus Stein, aus Stein, aus Stein, aus Stein. So muss das der von meiner Liebsten sein. Aus Kalk, aus Schiefer und Basalt. Sie hat die schönsten Augenknochen weit und breit. Das Kopf und kalte Bade. Aus Stein, aus Stein, aus Stein. So muss das Herz von meiner Liebsten sein. Aus Kalk, aus Schiefer und Basalt. Und so bin ich über 10 Millionen Jahre, über 10 Millionen Jahre mindestens. Und du hast dich überhaupt nicht verändert. Würde ich aber schon. Du bist ja nur noch eine Versteinerung. Und wie ist das Leben so als Versteinerung? Ha, das kann ich dir sagen, aber lass uns über was anderes reden. Über früher. Über früher? Ich dachte, wir sind hier im Früher. Hilfe, da ist ja auch jemand. Das sind doch nur Puppen. Hier steht was. Ritteros, der Büroklammern frühstückende Haudegen, haust du zusammen mit dem kleinen kinderfressenden Feuerdrachen Koks und der Stinkesockensuppen kochenden Knusperk Sibö auf der Eisernen Burg. Der Legende zuvor verschwanden sie auf eine Zeitreise. Neuere Untersuchungen beweisen jedoch, dass es weder Hexen, Drachen noch Zeitreisen gibt und dass der Ritteros wohl eher eine Erfindung des örtlichen Fremdenverkehrsbüros. Ach, wie nett. So eine Unverschämtheit. Los, drück auf die Zeitmaschine. Ich will sofort nach Hause. Wieso ich? Ich hab sie nicht. Dann hast du sie wohl in Zeittaxi vergessen. Ja, was machen wir jetzt? Denk mal nach. Immerhin ist deine Schuld. Ich soll nachdenken? Ja. Hier und jetzt? Hier und jetzt. Okay, es geht los. Ich denke mit dem Kopf. Sehr schön. Thank you.
zerstören, als er da. Ja, hier ist es alles geschehen. Danach war nichts mehr wie zuvor. Auf uns geschrieben stehen. Wir brachten Ritter aus Gedanken, den Weltenpreis zu wanken. Dies Denkmal sei ihm drum geweiht. Und der Ritter. Das wird ja immer verrückter. Bitte nicht schimpfen. Ich habe doch so eine Angst vor euch. Uns? Keine Angst, wir sind gar nicht so. Keine stinkende, sockenkochende Knusperhexe? Nein, und kleine Kinder fressen wir auch nicht. Das ist alles Quatsch, was da steht. Ich habe es mir eigentlich schon gedacht. Aber wenn man das in sich nicht macht und alles malt, kommen ja keine Besucher. Welche Besucher? Na eben Besucher, die meine archäologische Sammlung sehen möchten. Darf ich mich Ihnen vorstellen? Professor Konrad in Ruhr. Endlich mal ein gebildeter Mann. Und was ist das da, wenn man mal so dumm fragen darf? Oh. Backsteinzeit. Da habe ich erst vor kurzem übersetzt. Eine kleine Überraschung für Sie.
Burg, meine liebe eiserne Burg. Wir sind zu Hause. Aber wie sieht die denn aus? Der Hof ist voller Dreck und Unkraut, als ob hier ewig niemand mehr gefegt hätte. Verschollen? Ich habe ihn doch hier in meiner Hosentasche. Eine archäologische Sensation. Puh, es ist schon staubig hier. Ich muss dringend mal lüften. Was ist denn mit meiner Schrotttorte passiert? Die ist ja ganz schimmelig und verstaubt. Wirklich komisch. Komischer ist, ich kann mir gar nicht erklären, was das alles mit meiner Kindheit zu tun haben soll. Da gab es Schachtelhalmwälder und Vulkane, aber keine Burgen und schon gar keine Museumsdirektoren. Und Schrotttorte gab es jetzt recht nicht. Wir müssen unbedingt EMC-Quadrat fragen. Nur wie? Ist das Ihre Burg? Gewiss. Steht sie etwa zum Verkauf? Ja. Eigentlich nicht. Schade, wir könnten sie abreißen lassen, stattdessen eine topmoderne Burg aus Gold und Edelstein. Also, ich finde meine Burg eigentlich ganz gut. Denken Sie, heute verwendet man statt allem Eisen Edelmetalle. Sehen Sie doch nur all diese Spinnenweben hier. Wenn Sie mich fragen, gehört die ganze Burg in die Mülltonne. Finde ich nicht. Das geht. Dann haben Sie keinen Geschmack. Schauen Sie doch mal diesen Burgenprospekt an mit allen aktuellen Burgen. Das ist doch ganz was anderes und alles neu. Wow, das sind ja super Burgen. Und so modern. Gibt es die da auch in Weißgold? Weißgold, Platin oder Plutonium? Eine reine Preisfrage. Die da, das ist sie. Die möchte ich haben. Unser Spitzenmodell kostet aber extra. Egal, die will ich haben. Also das Modell mit 104 Stockwerken? Lieber das mit 1004. Sie beweisen Geschmack, mein Herr. Was ist das denn für eine? Keine Ahnung. Thank you.
Die will ich haben. Hast du sie noch alle? Du kannst doch nicht unsere schöne eiserne Burg abreißen lassen. Doch, ich habe Geburtstag. Und wie willst du das überhaupt bezahlen? Ich komme mal nicht so. Herr Rost, diese Burg ist ein einziges Kulturdenkmal, ein Weltwunder und ein Schmuckstück der Archäologie. Mir doch egal, weg damit. Gut so, bitte unterschreiben Sie hier. Nein! Bloß nichts unterschreiben. Lass das. Lass jetzt bitte dein Vati unterschreiben. Wenn das mein Vati ist, dann bist du meine blödsichtigste Cousine, Pickelino. Und wenn du nicht zur Seite gehst, dann spucke ich Feuer. Du du kandierte Suppenspinne. Sag mir selbst, ihr Söhnchen, dass es nicht so ungezogene Sachen sagen. Koks! Nein, ich finde, er hat recht. Huch, was ist denn das? Ein Zeittaxi, du eingelegtes Spinnenbein. Kleine Reise in die angegangene Vergangenheit gefällig. Da würde ich ja zu gerne mitkommen. In die Vergangenheit, wo alles schmutzig ist und alt. Wo sich Ratten und Kakerlaken jeden Morgen gute Nacht, als die Mücken so groß waren und die ungewaschene Teller und das Mundwasser erst recht nicht. Und das Mundwasser noch nicht erfunden war. Und der Staubsauger erst recht nicht. In die Zeit der Schlangen und Mölche. Und der Staubsauger noch nicht erfunden war. Und als es tausend stinkefüßige Drachen gab und die schrecklich Feuer spucken konnten und war so. Kann mir mal einer erklären, was hier eigentlich los ist? Ich bin unschuldig, aber als wir vorhin die Abkürzung geflogen sind, habe ich euch außerdem nicht in der fernen Uhrzeit, sondern 1000 Jahre früher in der Zukunft aussteigen lassen. Das erklärt einiges. Wir sind also gar nicht in der Vergangenheit. Das erklärt nicht einiges, sondern alles. Kann mir mal einer erklären, was hier los ist? Halt, das ist so. Könnt ihr mir noch einmal verzeihen? Ja. Na gut, weil heute mein Geburtstag ist. Und jetzt wollen wir bitte nach Hause. Die eiserne Burg bleibt, wie sie ist. Passt sowieso besser zu mir als eine aus Gold. Und dann gibt's Schrotttorte. Ihr seid alle eingeladen. Wir auch. Hey, da will ich aber auch mit. Alle. So, wenn Sie linke Hand noch einen Blick in den wilden Westen werfen möchten. Lilly, Billy, Pferd, komm mit Schrotttorte essen. Yippie! Rechte Hand passiert mir soeben in die Kindheit des Ritters. Komm mit Schrotttorte essen. Aber keinen Ärger machen, ja? Versprochen, Junge. Weißt du, mein Ritterchen bewahrst du denn so lange? Da wären wir also. Thank you.
noch ein bisschen Sahnetorte ist gesund. Torte Marsch, komm tu mir noch was auf. Bis ich platz, da hol ich nicht auf. Torte Marsch, bleib uns die Diät. Mach mich frei, du fress so viel es geht. Torte, Marsch, komm tu mir noch was drauf. Bis ich platz, da vor mich nicht auf. Torte, Marsch, mach den Sandwich schon. Und dann kommt noch ein bisschen Sahne, Torte ist gesund. Torte, Marsch, komm tu mir noch was drauf. Bis ich platz, da vor mich nicht auf. Torte, Marsch, Torte. Und ein Dank an unsere Helfer überall in der Technik.